Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Telefonate mitgebracht. Also zwei Betrüger an der Leitung, die nicht so richtig wissen, wie sie ihr eigenes Unternehmen eigentlich glaubhaft darstellen sollen. Man kennt es ja nicht anders von den Betrügern. Ich wünsche euch viel Spaß, nun mit dem ersten Anruf zunächst. Ich suche nach Sebastian. Das ist mein Vorname, Sie meinen Herrn Kackefein. Ja, Herr Kackefein. Mein Name ist Petra Müller, ich bin Kontomanager. Sie haben heute ein Online-Handelskonto gemacht. Und ich möchte Ihnen fragen, möchten Sie das Konto aktivieren vielleicht? Weil ohne Kontoaktivation, Sie können nicht Online-Handel anfangen. Wie heißt denn die Seite? Um welche geht's denn? Aus Bitcoin Converse, aus BTC Trades. Ach so. Und das dauert ein paar Minuten nur, das können wir gemeinsam machen, weil Kontoaktivation, Sie können nicht nur allein machen, ja. Herr Sebastian? Ja. Sind Sie noch dran? Ich bin noch dran, ja. Und das heißt nicht der Herr Sebastian, das heißt Herr Kackefein. Okay, Herr Kackefein, sind Sie noch da? Ja. Machen wir Kontoaktivation? Wie alt sind Sie? Ich bin 29. Wie viel kann man denn da so verdienen? Natürlich. Sobald das Konto aktiviert ist, dann Sie können schon anfangen. Ich überlasse Ihnen, womit wollen Sie anfangen? Mit Bitcoin, mit Wertpapier, mit Gold, mit Ethereum, mit chinesischer Währung. Sobald das Konto aktiviert ist, dann Sie können schon anfangen. Und sobald das Konto aktiviert ist, Sie kriegen von unserer Finanzabteilung einen Anruf. Natürlich dann. Sie können mehrere Anrufe bestellen. Die sind erfahrene Leute in dem Bereich und Sie können alles fragen, wie sollen Sie traden, wie funktioniert das alles und so weiter. Und noch dazu, Sie kriegen von uns ein Software. Sie würden das auf Ihrem Computer, auf Ihrem Handy oder wo Sie es wollen installieren. Und das läuft Tag und Nacht automatisch. Sie müssen gar nichts machen. Die Software handelt für sich allein selber. Und wie viel kann man da verdienen? Sobald Sie anfangen zu traden, das möchte ich Ihnen sagen, dafür bin ich nicht zuständig. Sobald das Konto aktiviert ist, Sie kriegen von unserer Finanzabteilung Anruf und die werden Ihnen alles erklären, ja. So Schritt für Schritt und Sie können alles fragen, die werden alles erklären, die werden einen Finanzplan bauen mit Ihnen und so weiter. Ich bin nur jetzt momentan für Kontoaktivation zuständig. Ja, aber ich muss ja erstmal wissen, wie viel Geld ich da verdienen kann. Kommt drauf an, wie viel Investitionen Sie machen und wie viel Sie brauchen an Investitionen. Sie können natürlich für ein paar Tage und in ein paar Monate, Sie werden keine Millionäre, aber damit können Sie als Nebenjob wirklich Geld verdienen und das ist gute Zeit. Ja, aber die Frage ist ja, wie viel? Die nette Dame redet eigentlich nur wieder ringsrum und erzählt überhaupt nicht, tja, was ich hören will. Ich stelle ihr doch ganz deutliche Fragen mit ganz klaren Absichten, dass ich das Unternehmen erstmal kennenlerne und mich über das Unternehmen auch irgendwie ansatzweise erstmal informiere. Ja, aber das Einzige, was sie hier hinbekommt, ist wieder nur irgendwelchen Kram ringsrum erzählen, ja, aber gar nicht richtig direkt auf die Frage antworten. Und naja, in der Werbung steht schon drin, dass ich damit reich werden kann. Und das erzählt sie mir jetzt hier schon wieder anders. Letztendlich sollte man allerspätestens ja jetzt schon hier wach werden. Ich meine, was klar ist, ist, dass hier an dieser Firma definitiv irgendwas nicht sauber ist. Aber naja, wenn eine Firma schon ihren eigenen Werbesprüchen nicht glaubt und naja, dann auch noch was ganz anderes am Telefon erzählt. Ja, ist ja interessant, ne? So genau Preis, ich möchte Sie nicht lügen und so genau Zahl kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist abhängig von Ihnen. Womit handeln Sie, wie viel investieren Sie und so weiter. Ja, aber ich muss doch erstmal wissen, wie viel ich rauskriege, bevor ich was reinstecke, weil denn sonst zahle ich da Geld ein und dann kriege ich ja gar nichts mehr raus. Das kann ich nicht sagen. Ich bin nicht erfahrene Leute dafür. Und dafür bin ich nicht zuständig. Ja, dann geben Sie mir mal jemanden. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Sobald aktivieren Sie Ihr Konto, Sie kriegen Anruf von erfahrenen Leuten, die werden Ihnen alles erklären. Sie können alle Fragen stellen und Sie sind dafür da. Ja, aber da ist doch irgendwas im Ablauf falsch. Ich muss doch erst meine Fragen stellen können und dann Geld einzahlen und nicht andersrum. Nein, leider, ich kann nicht einen Finanzabteilung einen Anruf bestellen ohne Kontoaktivation. Ich kann das nicht machen.
Also die nette Tante erklärt mir hier wieder mal ganz, ganz nett, ich meine, das macht sie ja auch im Moment noch ganz nett, dass ich erst Geld einzahlen muss, um dann mit einem Berater sprechen zu können. Nun stellt euch mal vor, ihr sucht euch eine Bank aus und die Bank möchte nur mit euch zusammenarbeiten und nur für euch ein Konto eröffnen, wenn ihr erstmal Geld aufladet. Vorher erhaltet ihr überhaupt keine Informationen, wie denn so die Zinsen bei der Bank sind, was man da so zahlen muss bei der Bank und was man sonst noch so für Serviceleistungen bekommt. Also die wesentlichen Sachen, die werden erst bei dieser Firma hier angeblich in Informationen gebracht, wenn ich schon Geld eingezahlt habe. Nun ja, aber das Problem ist, wenn ich Geld eingezahlt habe, dann habe ich keine Gewissheit mehr, ob ich dieses Geld auch wieder zurückholen kann. Es könnte ja sein, dass ich dann keinen Bock mehr habe und das Ganze abbrechen möchte und mein Geld wieder zurück möchte. Naja, und hier wird es definitiv so nicht laufen, dass wenn ich da jetzt beim nächsten Berater sage, wissen Sie, ich habe mir das mal überlegt, ich glaube, ich möchte doch nicht mehr bei Ihnen investieren, überweisen Sie das Ganze mal zurück. Ihr könnt euch vorstellen, was denn hier am Telefon los ist. Die Typen, die würden nur ausrasten, aber nicht nett zu euch sein. Die würden vielleicht einfach auflegen und dann wär's das gewesen und eure Kohle ist weg. So läuft das hier bei diesen Betrügern. Muss man mal schauen, ob man mal so eine Konstellation vielleicht irgendwie auch mal möglichst hinbekommt. Ich weiß es nicht. Ich versuche da mal ein bisschen was in der nächsten Zeit. Ja, aber dann ist ja was illegal. Das ist alles ist legal. Nee, das glaube ich nicht, weil letztendlich, wer erst mein Geld will und dann die Informationen und dann quatschen sie mir auch noch zwischen. Können sie mich vielleicht auch mal ausreden lassen? Geht das vielleicht, dass ich auch was sagen kann? Hallo? Ja, dann quatschen sie doch nicht permanent dazwischen. Das ist schon ziemlich unseriös, wenn eine Firma erst Geld haben will und dann die Informationen gibt. Das gehört sich doch andersrum. Ich zahle doch nicht Geld ein, ohne zu wissen, wie viel ich da raushole. Sie zahlen gar nichts. Das ist Ihr eigenes Geld. Ja, ist doch scheißegal, ob ich es umlage, einzahle, rüberschiebe oder das rübertransportiere. Sie können das Geld jederzeit abheben. Das ist Ihr eigenes Geld, das ist Ihr eigenes Geld. Genau, aber wenn es weg ist, ist es weg. Und hier merkt man ganz klar, die nette Dame, die geht überhaupt gar nicht ein auf das, was ich gesagt habe, dass ich das illegal finde, sondern sie diskutiert eigentlich nur wieder darüber, dass es nicht einzahlen heißt. Natürlich, also wenn ich mein Geld da einzahle, dann ist es weg, dann ist es nicht mehr auf meinem Konto. Also vielleicht da angeblich auf meinem Konto, aber wir wissen alle, dass dann da nichts mehr passiert. Tja. Das ist immer die Frage, ob die Betrüger das auch selber wissen, denn die nächste Instanz, die muss ja auch nicht zwingend in dem gleichen Callcenter sitzen. Naja, wobei, ich denke schon, dass die das alle wissen, oder die meisten zumindest, weil irgendwann muss es doch einfach auffallen. Ich meine, wenn ich in so einem total Assi-Callcenter arbeite, wo vielleicht auch noch geraucht wird, alles laut ist, Musik im Hintergrund ist, das ist ja jetzt hier nicht ganz so schlimm, aber dann muss ich doch merken, dass irgendwas an meiner Arbeit nicht richtig ist, aber naja. Das Problem ist halt, wir müssen alle Geld verdienen. Und so denken die Betrüger sicherlich auch einfach. Sie denken sich, Geld stinkt nicht, nehme ich halt, ne? Und egal, was ich da für einen Job mache. Allerdings sollte man da moralisch natürlich schon extrem überlegen, was man da für einen Job macht. Das zahlen Sie nicht uns. Das ist Ihr Geld. Naja, es ist aber in Ihrer Firma und Sie haben die Kontrolle über die Systeme. Wenn Sie anders überlegen, Sie können dieses Konto jederzeit deaktivieren und Ihre Geld jederzeit abheben. Zahlen das nicht so. Ja, spielt ja keine Rolle. Es ist ja trotzdem in Ihrem Unternehmen das Geld. Ob ich es jetzt bezahle oder nicht, es ist ja scheißegal. Es spielt keine Rolle. Mein Konto ist ja dann bei Ihnen. Und wenn Sie dafür sorgen, dass ich keinen Zugriff mehr auf dieses Konto habe, ist die Kohle auch weg. Es ändert ja an der Situation nichts. Das klingt sehr kriminell, was Sie da erzählen. Das ist kein nichts kriminell hier. Doch, das ist kriminell, was Sie da machen. Das ist bandenmäßiger Betrug. Ja, genau, und dann ganz schnell abhauen, ne? Na, warum haben Sie das denn da registriert, wenn Sie so... Ja, ich wusste ja noch nicht, dass dann eine Kriminelle anruft. Das weiß man ja vorher nicht. Das ist ja genauso wie das mit dem Geld. Da einfach im Internet, Sie machen eine Registrierung und damit verdienen Sie Geld. Was die Betrüger auch immer nicht kapieren, ich sehe ja vorher in der Regel nicht, auf welcher Webseite ich rauskomme. Ihr müsst euch das Ganze wie folgt vorstellen. Ihr seht eine Werbewebseite mit beispielsweise jetzt ein Gewinnspiel drauf. In diesem Fall war es eine Webseite wie, ach, keine Ahnung, Höhle der Löwen, macht deutsche Bürgerreich oder Schweizer Bürgerreich mit Öl, mit Bitcoin. Die Webseiten wandeln sich immer ab. Das ist einfach nur eine Webseite, wo ihr eure Daten eintragt. Da ist meistens noch ein schönes Werbevideo, wie viel Geld man damit machen kann und teilweise mit Leuten, die in Deutsch sprechen und sagen, boah, ich habe hier so viel Geld verdient und bla und bla und bla. Und diese Werbewebseite, die zeigt euch aber nicht an,
auf welcher Firma ihr euch danach anmeldet. Das ist eigentlich schon alleine illegal in Deutschland. Die Werbewebseite muss auch ganz klar ein Impressum führen, wo man nachlesen kann, wem diese Webseite gehört, steht da aber nicht. Gut, und nun meldet man sich auf dieser komischen Webseite an. Das gibt's auch gar nicht mehr. Name, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, das Wichtigste halt, was man so eingeben soll. Und danach drückt man dann auf Senden und dann öffnet sich eine Trading-Webseite. Meldet ihr euch danach nochmal an? Geht's entweder nicht, weil sie schlau genug waren, das zu blockieren, oder man kommt danach entweder auf der gleichen oder sogar auf einer komplett neuen Trading-Webseite raus. In der Regel, wenn man sich gerade einträgt und man hat die auf Senden gedrückt, die Trading-Seite öffnet sich, in der Regel ruft dann auch direkt dieses Unternehmen bei euch an und sagt, ja, ihr habt euch hier registriert und jetzt müssen wir das hier fertig machen und Geld einzahlen, bla 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 bla. Also ihr habt nicht mal eine Möglichkeit, euch die Webseite in Ruhe anzuschauen. Das ist sicherlich auch Taktik. Und dann gibt's noch danach weitere Anrufe von den Seiten, wo ihr auch als erstes hättet rauskommen können, das ist wahrscheinlich Zufallssystem oder nach Uhrzeit geschaltet oder weiß ich nicht, das habe ich noch nicht so richtig durchblickt. Manchmal trage ich mich den ganzen Tag auf solchen Webseiten ein, komme immer wieder auf der gleichen Webseite raus. Mit dem Datensatz werde ich aber trotzdem später irgendwann von anderen Firmen angerufen. Manchmal ist es auch so, dass ich mich dann immer wieder einen ganzen Tag lang eintrage und jedes Mal eine neue Trading-Webseite sich danach öffnet. Ist egal, ob ich sie jetzt schon kenne oder nicht, aber so funktioniert das ganz oft. Und naja, ich wusste ja nicht, wo ich rauskomme. Also man muss ja immer sich in die Lage versetzen von irgendjemandem, der wirklich jetzt keine Ahnung hat von dem Ganzen und trägt sich da ein. Ich meine, uns ist ja allen klar, was dann dabei passiert. Aber man muss ja wirklich mal versuchen, so naiv zu denken, ich melde mich jetzt als absolut unbeleckter Bürger da an und möchte da jetzt Geld verdienen und komme dann auf so eine Seite. Ich habe von dieser Seite vorher nie irgendetwas gesehen. Mir wird auch grundsätzlich kein Impressum der Webseite angeboten, denn die Startseite der Webseite hat meistens dann vielleicht irgendwelche Kontaktdaten. Auch nicht immer, aber die haben dann da wenigstens auf der Startseite nachher welche. Aber ich komme direkt ins Login-Center dieser Webseite. Und da gibt's nichts mehr mit Impressum. Ich kann mich nicht informieren, wie heißt die Firma. Ich kann mich nicht informieren, sind die reguliert? Das steht da alles nicht. Es gibt selten auch irgendwas mit Kontakt. Ich müsste mich dazu komplett ausloggen und wieder auf die Startseite gehen, um dann vielleicht ein Impressum zu finden. Das ist schon komisch. Das ist aber auch einfach nur, weil die Webseiten billig gemacht sind. Jede seriöse Webseite macht das Impressum von allen Seiten aus zugänglich. Ich glaube, das ist nur so ein gefährliches Halbwissen wieder, aber ich glaube, es muss auch wirklich in Deutschland, wenn ihr in irgendeinem Login-System drin seid, beispielsweise bei Amazon in eurem Kunden-Login, muss man von da aus auch irgendwo den Impressums-Link finden können. Egal, wo ihr euch auf der Webseite befindet. Das ist, wie gesagt, mein Halbwissen dazu. So müsste es aber theoretisch sein, weil klar, ich muss auch wissen, wo ich gerade bin. Ne? Man steigt ja nicht zwangsläufig immer über die Startseite der Webseite ein, wenn man auf irgendwelche Links drückt. Ja, und so läuft es halt eben ab. Und dann tun die so, als hätte man ja alles wissen müssen. Man hätte das vorher schon wissen müssen, dass da ein Anruf kommt. Nein, da steht nicht, dass ihr angerufen werdet. Und nein, da gibt es auch keine Informationen zur Firma. Ihr werdet direkt auf die Login-Webseite der Firma weitergeleitet, zum Einzahlen gleich. Da kommt sofort als erstes Einzahlung. 250 Euro, bla bla, das war's. Nicht, was man davon hat, wie viel man dann noch bekommt. Das stand vielleicht in der Werbung irgendwie verkappt drin, ja. Aber da stand niemals drin, was die Firma macht, wie die Firma heißen wird, wer die Firma ist. Und jedes Mal tun die hier so verwundert, als man hätte sich ja selber angemeldet und man wollte das ja alles. Nein, das wollte niemand. Niemand wollte diesen Anruf. Niemand hat mit diesem Anruf gerechnet. Und niemand hatte die Möglichkeit, sich vor dem Anruf über das Unternehmen wirklich genau zu erkundigen. Das hat sicherlich auch Taktik. Wenn ihr noch Zeit habt, den Namen bei Google einzugeben, um zu recherchieren, könnt ihr ja die ganzen negativen Bewertungen dazu lesen. Grundsätzlich ist es auch so bei diesen Firmen, dass die sehr, sehr schnell wieder weg sind vom Markt. Vielleicht ein halbes Jahr, ein Vierteljahr, ein Dreivierteljahr oder ein ganzes Jahr. Und dann sind sie einfach offline. Ja, weil die Bewertungen einfach bei Google mittlerweile so schlecht sind, dass sie sich vom Acker machen mussten. Naja, hören wir mal weiter, was die Tante noch zu sagen hat. Ohne Aktivation, ohne gar nichts. Ja, das habe ich ja nicht gesagt, aber erstmal möchte ich Informationen und die kriege ich ja nicht. Sie brauchen von mir eine genaue Zahl, wie viel verdienen Sie. Ich weiß zuerst nicht, womit wollen Sie anfangen zu handeln, ja? Wie soll ich Ihnen sagen, wie viel verdienen Sie jetzt gerade? Naja, das ist ja nicht schwer. Sie haben ja da 250, 500 und 1000, wie jede andere Betrugsfirma. Okay. Wollen Sie Kontoaktivation oder wollen Sie das nicht? Ja, in so einem kriminellen Unternehmen nicht, nee, wo nur bandenmäßige Betrüger arbeiten. Das finde ich nicht in Ordnung. Da macht ja keinen Sinn, da das Geld einzuzahlen. Ist ja bloß weg, denn. Das ist,
Wir sind die Hinsitze Firma. Nee, das sind sie nicht. Sogar. Doch. Wir machen alles, damit wir unsere Kunden verdienen, gewinnen, nicht nee. Verlieren. Der ja. Einzige, der gewinnt, ist ihr Chef, aber naja, sie sind ja letztendlich auch bloß ein Sklave, der den Arsch leckt. Aber unterm Strich ist es bleibt okay. Der Betrug. Und wenn sie da mitmachen, dann sind sie genauso. Genau, und dann war die liebe Tante einfach weg. Tja, so wie man sich das eben vorstellt von so einer Betrugsfirma. Tja, aber wir haben noch ein zweites Telefonat mitgebracht. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Herr Schwingitze. Ja. Also Sie sind online auf unserer Plattform, deshalb Rufi. Der Name, mit dem sie mich hier anspricht, ist im Übrigen der Herr Schwingitze. Auf welcher Plattform denn? Mein Name ist Nina Schiller und ich rufe Sie von Benefix.com an. Von welcher Firma? Ja. Benefix.com. Ach so, ja. Haben Sie eine Erfahrung über Online-Investitionen oder das ist Ihr erster Mal? In welchem Bereich denn? Über Online-Investitionen. Ja, und in welchem Bereich? Man kann ja in viel investieren. Ah, okay. Also das ist so. Als erstes, haben Sie Ihre Lautsprecher geöffnet? Das war doch jetzt gar nicht die Frage. Ich habe gefragt, in welchem Bereich? Also ich höre meine Stimme nochmal auf dieser Grund. Können Sie das als erstes schließen? Was soll ich damit machen? Hallo? Hallo? Hallo, ja, okay. Ja. Was denn jetzt? Online. Sie machen nur mal Ihr Mikrofon aus, da kann ich nichts verstehen. Hören Sie mich? Jetzt ja. Ah, okay. Also, mein Name ist Nina Schiller und unser Plattformname ist Benefix und Sie sind online auf unserer Plattform. Ich möchte als erstes ganz kurz auf unserer Plattform Informationen geben, okay? Was ich euch schon mal verraten kann, diese Webseite ist mittlerweile schon wieder komplett offline. Also das Gespräch, das ich hier geführt habe, liegt auch schon wieder so ein kleines bisschen zurück, da ich ja die Anrufe immer sammle und mal eine Woche richtig hardcore durchtelefoniere und dann das Ganze nach und nach verarbeite. So, nun ist es aber so, dass wir können es jetzt hier quasi von der netten Tante hören, was da so alles los ist, was wir da so machen können und wie wir da unser Geld verlieren können. Und die sind ja so überzeugt von ihrem tollen Unternehmen. Dann frage ich mich allerdings, wie es jetzt zum Zeitpunkt des Videoschnitts schon sein kann, dass die Webseite überhaupt nicht mehr existiert. Komplett offline, weg vom Fenster. Findest du nicht mehr. Tja, komisch, ne? Und das soll eine seriöse Tradingbank sein, wo ich mein Geld investieren soll. Hätte ich da jetzt mein Geld investiert, dann wäre das jetzt weg. Einfach verschwunden, nicht mehr auffindbar. Tja, und wie will man die erreichen mit einer Telefonnummer, die nicht funktioniert? Und naja, euer E-Mail-Postfach, wenn ihr eine eigene Domain besitzt, da drückt ihr halt auf Löschen, dann ist die Domain weg. Das E-Mail-Postfach funktioniert auch nicht mehr. Die sind komplett vom Erdboden verschwunden. Man findet sie nicht mehr. Ja, und da solltet ihr vorher euer Geld einzahlen. Ist immer wunderbar, dass man das so wenn man das ja so aufarbeitet, was da eigentlich so passiert in den Gesprächen. Und wenn man dann mitbekommt, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich mit denen telefoniert habe und nun ist die ganze Webseite schon offline. Also man erkennt nichts mehr von denen, die sind komplett wegradiert aus dem Internet. Interessant. Aha. Okay, wir haben zwei Systeme auf unserer Plattform. Automatische Plattform, also automatisches System und manuelles System. Natürlich, es wäre besser, wenn Sie mit unserem automatischen System arbeiten. Ja. Okay. Sie haben mir gesagt, Sie haben keine Erfahrung. Ist das richtig? Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe nicht verstanden, in welchem Bereich ich Erfahrung haben soll, weil es gibt ja verschiedene Bereiche, also nicht nur einen. Also, haben Sie Online-Investitionen? Ja, und da war jetzt Erfahrung. Die Frage, in welchem Bereich? Können Sie das ein Beispiel geben? Was meinen Sie damit? Na, Sie stellen doch die Frage. Also müssen Sie doch jetzt ein Beispiel geben. Ich weiß doch gar nicht, was Sie von mir wollen. Also ich möchte gerne Ihre jetzige Konto mit mir aktivieren. Ihre Investitionskonto. Handelskonto. Und danach, Sie werden sofort, also Investitions zu starten. Das ist so. Wenn Sie heute mit mir Ihr Konto aktivieren,
Sie werden sofort reden starten und Sie können in 2 Wochen auf Pfizer und Tesla Firma in 2 Wochen ungefähr 700 Euro gewinnen. Es werde Ihr Profit und Ihr Gelegenheit. Mhm. Das ist so, ja? Ja, weiß ich nicht. Wie bitte? Ja, ich verstehe so richtig Ihren Anruf nicht. Also, ich bin Ihre Kontobetreuerin. Ja. Und ich möchte mit Ihnen Schritt für Schritt Ihr jetziges Konto aktivieren. Das ist es nicht aktiv, das Konto? Was meinen Sie damit? Haben Sie mich nicht verstanden? Nee. Weil als erstes Sie sollen Ihre Lautsprecher schließen und danach mir hören, ja? Wie? Was denn für ein Lautsprecher? Lautsprecher auf Ihr Handy, weil ich höre meine Stimme zurück. Ja, aber wir telefonieren doch gar nicht mit dem Handy. Es gibt Echo, es gibt Echo. Ein Echo Dot, ja, so einen habe ich. Oder was meinen Sie? Also, ich meine, es gibt ein Echo. Sie sollen... Ja, sowas habe ich hier. Wenn Sie Ihr Lautsprecher geöffnet hat, ja. Ich bitte Sie, können Sie diese Lautsprecher schließen? Ich verstehe das nicht. Wie meinen Sie das Lautsprecher schließen? Also, wissen Sie, was ist Lautsprecher? Ja. Also Speaker, Loudspeaker. Was ist damit? Ja? Okay, meine Frage ist, wir haben 2 Zahlungsmethoden und Sie sollen für diese Aktivierung, Kontoaktivierung, einen Mindestbetrag einzahlen. Normalerweise das ist 500 Euro, aber wir haben ein Angebot, das ist nur 250 Euro. Ja? Ist ja witzig. Für diese Kontoaktivierung, wir haben 2 Zahlungsmethoden, entweder mit Mastercard oder Visa Card. Wie würden Sie Ihre Konto aktivieren? Wie aktivieren? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Was verstehen Sie genau? Ja. Verstehen Sie genau, ja. Weiß ich nicht, Sie sind sehr verwirrend. Sie reden lauter wirres Zeug. Das verstehe ich so nicht, wie Sie das sagen. Also, ich habe alles erklärt. Naja, das liegt im Auge des Betrachters, ne? Einen Moment, bitte, einen Moment. Ja. Hören Sie mich jetzt? Ja, hören tue ich Sie die ganze Zeit. Okay. Was haben Sie nicht verstanden? Ja, irgendwie alles. Weil das ergibt irgendwie keinen Sinn, was Sie so sagen. Irgendwas. Wir sind online auf unserer Plattform. Ja. Soweit kann ich noch folgen. Benefix.com. Ja? Ja. Wie würden Sie Ihre Konto aktivieren? Entweder mit Visa Card oder Mastercard? Ich habe das jetzt mit dem Aktivieren nicht ganz verstanden. Wenn ich mich doch irgendwo anmelde, dann ist das doch ein aktives Konto, wenn ich eingeloggt bin. Sie haben neu registriert. Ja, und ja? Dann habe ich ja ein aktives Konto nach der Anmeldung. Dann bin ich ja drin. Und dann ist es ja aktiv, dann kann ich ja Dinge anklicken, dann ist es ja schon aktiv. Also, aktive Konto bedeutet, wenn Sie Ihr Konto mit 250 Euro aktivieren, Sie werden sofort Reden starten. Das bedeutet ein aktiviertes Konto. Ja. Und warum braucht man da Geld für? Wie? Na, aber wenn ich Geld aufladen kann, dann ist es ja vorher schon aktiv. Dann ist es ja die Aktivierungsgebühr oder so. Also, haben Sie eine Einzahlung gemacht vorher? Wo jetzt? Was wo jetzt? Ich probiere Ihnen etwas sagen, Herr Schwingitze. Ja, ich probiere etwas, seriöses Dinge zu sagen. Als erstes, bitte, also schließen Sie Ihre Lautsprecher, okay? Ja, ich verstehe nicht, was Sie mit Lautsprecher schließen meinen. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Zumachen. Ja, auch zumachen, weiß ich nicht, was Sie damit meinen. Wie kann man denn einen Lautsprecher zumachen? Der hat doch gar keine Tür. Haben Sie kein Deutsch? Ja doch, aber Sie ja scheinbar nicht, weil das, was Sie da so von sich geben, das versteht ja kein Mensch. Also
Also, ich mache alles, also erzählt, und es gibt sehr schlechtes Echo im Hintergrund. Ja, da kann ich doch nichts dafür, wenn Ihre Telefonleitung da irgendwie nicht richtig funktioniert. Haben Sie nichts verstanden? Na, nicht so richtig, weil Sie, weiß ich nicht, was Sie wollen, also wisst, okay, weiß ich okay. nicht. Okay, vielleicht Sie können. Was haben Sie verstanden? Sie können das mir erzählen. Ja, bis jetzt nur wirres Zeug, also kein nichts mit Sinn. Herr Schwingete, wir machen Schwingtitte. Kein gutes... Nicht Schwingende, sondern Schwingtitte. Okay, Schwingtitte. Ja. Ja? Ja. Okay. Wir machen kein gesundliches Kommunikation, also gemacht. Auf dieser Grund, als erstes, ich möchte das wissen. Was haben Sie genau verstanden oder nicht verstanden? Ja. Ja, Sie können das mir erzählen. Ja, so richtig habe ich gar nichts verstanden, was Sie jetzt von mir möchten. Wie gesagt, für mich ergibt es bis jetzt ja überhaupt gar keinen Sinn, dass Sie angerufen haben. Also Sie haben diese Konto sich selbst registriert. Was macht keinen Sinn? Ja, das habe ich ja verstanden, ja. Aber der Rest ergibt keinen Sinn, was Sie da so sagen. Es ist alles irgendwie wirr. Ich probiere Ihnen behilflich sein. Ach so, ja. Ja. Aber hat ja noch nicht geklappt. Herr Schwingtitte, sind Sie seriös? Ja, und Sie? Ja, ich probiere meinen Job zu machen. Ja, probieren trifft's. Irgendwie scheint es nicht so ganz zu klappen. Sind Sie neu? Also Sie hilfen mir nicht. Sind Sie da neu? Nein. Nee, aber es wirkt so. Was? Es wirkt so. Als wären Sie da gerade neu. Nein, ich mache diesen Job etwa 3 Jahren. Und ich möchte das wissen. Was haben Sie genau verstanden? Na, das hatten wir doch jetzt schon. Wir sind ein Online-Handelsplattform und Sie haben ein Handelskonto registriert und ich bin Ihre Kontobetreuerin und Sie sollen Ihre jetzige Konto aktivieren mit 250 Euro und danach Sie werden sofort reden starten, ja? Was fange ich an zu starten? Für ein Investition. Ja? Investition, okay. Investition. Ja, Investition. Scheiße, Mann. Was? Oh, das war's dann mit der Betrügerin. Da hat sie einfach aufgelegt. Und, naja, ich weiß es nicht, was das sollte. Also sie wirft mir schlechtes Deutsch vor, kann selber eigentlich kaum ein Wort gerade ausreden, so dass man auch versteht, was sie will. Tja, da braucht man sich nicht wundern. Also ich meine, man kann sich ja errätseln, was sie wollte. Und blöd sind wir hier auch alle nicht. Aber man muss ja immer aus der neutralen Sicht gucken. Ne? Also wenn da jetzt, was weiß ich, wenn ich mir vorstelle, meine Oma ist da dran, die würde überhaupt nicht wissen, was sie da überhaupt von einem will. Da ist man noch völlig mit überfordert, wenn man da jetzt mal naiv an die ganze Sache rangeht. Die labert einfach nur irgendwelches wirres Zeug, was wirklich gar keinen Sinn macht, will die ganze Zeit irgendwas mit einem Lautsprecher schließen und ja, ich meine, man kann sich's ableiten, aber gibt ja sicherlich auch Menschen, die sich nicht ableiten können. Und genau das haben wir hier mal ausprobiert. Tja, aber da sieht man ja, die Betrüger, die verraten sich dann gerne wenigstens am Schluss, dass da irgendwas nicht seriös gelaufen ist. Denn ich denke mal, eine seriöse Firma hätte sich dann höflich verabschiedet, wenn der Kunde auf der anderen Seite zu blöd ist, das zu verstehen, was man von einem will. Auch wenn sie es hier sogar selbst ausgelöst hat, dass man gar nicht verstehen kann, was die von einem will. Aber ein vernünftiges Unternehmen verabschiedet sich dann einfach und ja, dann ist es so. Aber einfach auflegen und Scheiße mal ins Telefon brüllen, naja, weiß ich nicht. Das kommt sicherlich nur oder fast nur bei den Betrügern vor. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann gerne auch mal auf dem TikTok-Kanal von uns vorbeischauen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank fürs Reinhören. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.